Was geht ab, meine Seefighter? Ozer hier. Und heute haben wir einen neuen OP-Leader. Und dieser OP-Leader, der ist sowas von OP. Ja. Keine Ahnung. Der ist einfach nur OP, okay? Keine Ahnung, ich hab keinen Vergleich gerade im Kopf. Er ist einfach nur OP, denn er gibt den Hybrid-Saying-Kategorie Key plus 2 und auf HP und Attack 20%. Mehr brauchen wir nicht. Vertraut mir. Mehr brauchen wir nicht. Das ist natürlich die abgespeckte Variante. Nämlich der OP-Leader. Ihr wisst das, das ist nicht ernst zu nehmen. Das ist nur ein Joke quasi. Ironisch zu nehmen, sarkastisch zu nehmen. Wir schauen in dem Format OP-Leader. Nehmen wir die Charaktere an. Und die, die einen Kategorie-Leader-Skill haben, aber nicht der eigentliche Kategorie-Leader sind. Und tun ihn Showcase mit seinem Team. In dem Fall ist der eigentliche Kategorie-Leader der Strength Ultimate Gohan. Denn dieser gibt den Hybrid Saints Key plus 3 auf HP und Def 170% und auf den Angriff 130%. Sein Gegenspieler, der OP-Leader, ist dann in dem Fall der Tech Ultimate Gohan. Der droppt aus Bannern als SR. Man kann ihn zum SR machen. Und wie gesagt, sein Leader-Skill gibt da Key plus 2 HP und Attack 20% auf die Hybrid Saints Kategorie. Bin ich echt gespannt, ob wir das Ganze schaffen werden. Wir werden gleich in die Stage vom Super Saiyan 4 Gogeta reinhoppen. Mein Team sieht hierbei so aus. 3 LR. Wir haben LR Gohan, LR Mighty Mass, LR Trunks. Und dann dachte ich mir als Support, weil wir Key brauchen, nehmen wir Gohan mit. Er gibt zwar kein Key-Support, aber er hat Shock and Speed. Das haben die Mehrzahl der Charaktere in dem Team und Shattering the Limit. Und der World Tournament Gohan hier gibt Super-Type-Alliierten Key plus 2 und auf Attack 25%, das ist dann quasi ein richtiger Support, unser Rotationscharakter. Dann würde ich sagen, wir verlieren keine weitere Zeit, hoppen in die Stage von Super Saiyan 4 Vegeta und showcasen den OP-Leader Ultimate Gohan, Tech Ultimate Gohan, mit seinem OP-Team, den Hybrid Saiyans. Let's go! Gut, und dann sind wir auch schon auf der Stage vom vierfachen Gogeta. Wir müssen unseren OP-Leader natürlich direkt rausrotieren. Ja, wir müssen aufpassen, dass der immer schön rausrotiert wird, damit wir hier so wenig Schaden wie möglich bekommen. Die Rotation sieht schon ein bisschen schlecht aus, sehr schlecht aus. Wir haben zwar Ultimate Gohan, der eigentlich ein Tank ist, durch seine Passive gibt den unseren Alliierten 50% auf die Verteidigung. An sich ist wirklich eine sehr coole Karte. Ultimate Gohan und er als Leader mit einem Hybrid Saiyan Team gibt wirklich sehr viel. Er sollte den nicht unterschätzen, macht ihr auch wahrscheinlich nicht. Und ansonsten mich aber eben geschaut, ob es in diesem Setup reicht mit dem OP-Leader. So. Tun wir mal ganz kurz, 70.000, okay, unser Gohan hier gibt ihm hier bessere Link-Skills. Dann lassen wir LR Gohan mal mit dem Super Saiyan Gohan World Tournament. Also World Tournament, weil aus dem World Tournament man ihn bekommen hat, wenn man da eben gut platziert war. Unter den 10.000 war der, glaube ich, bei ihm. Und genau, also gut, dass ihn hab, ist ein guter Support auf jeden Fall, sollte man nicht unterschätzen. Mighty Mask, GG mit dem One-Shot. Also ganz klar, in diesem Team werden halt die LR-Charaktere regieren, die werden alles klären und ich werde auch versuchen, den ganzen Fokus auf die beiden zu legen, die drei LR-Charaktere zu legen. Ich stelle mal Ultimate Gohan ganz nach rechts, weil er eigentlich solid hängt, beziehungsweise ja, er gibt leider nur Shocking Speed, LR Trunks, deswegen lassen wir mal LR Trunks mit diesen Dude hier drinnen. Jetzt die Frage, hoffe ich auf den Crit? Ne, wir gehen mal auf Super Guilty. Vegeta. Lassen. Lassen Super Saiyan Gohan. Lassen Super Saiyan Gohan mit LR Trunks in der Rotation. Und die andere Rotation sind dann eben, beziehungsweise ich hätte eigentlich gerne LR Mighty Mass mit Trunks in einer Rotation. Ne, LR Trunks mit LR Gohan, weil sie ja Super Saiyans sind. Aber wir werden das spontan alles klären. Beziehungsweise sehen, wie das Ganze hier läuft. Vegeta hat das Ganze überlegt, Gohan haut hier noch einen raus, mal schauen, was Gohan hier drauf hat. Ja, natürlich, sie werden nicht so viel Schaden machen, weil wir haben ja unseren OP-Leader als unseren Leader, aber wow! Dennoch, fast 900.000 mit einem Crit. Dennoch, sehr guter Schaden, auf jeden Fall solider Schaden. Genau, LR Gohan wird auf jeden Fall in jeder Rotation bleiben, weil wir in den letzten zwei Runden gegen Tech-Charaktere kämpfen. Unseren OP-Leader rotieren wir so schnell wie möglich natürlich raus. Wie soll es denn sonst anders sein? Weil wenn der dann einen Angriff kriegt, dann ist... Oh, wen habe ich jetzt angegriffen? LR Gohan? Egal. Dann ist GG. Also der bekommt so viel Schaden, dann zeigt er schon, was ein OP da drauf hat. Natürlich nichts, ja. Aber es ist halt eine coole Idee. Ich finde, es ist eine coole Idee, denn wenn man selbst den Kategorie-Leader nicht hat, so wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe Strength Ultimate Gohan nicht als Hybrid Saiyan Leader,
Aber ich habe diesen Guan hier, dann kann man das Team dennoch spielen, denn ihr seht es, okay, der Ausmaß speziell in dem Hybrid-Same-OP-Leader-Team-Showcase ist halt gerade ein bisschen hoch, weil ich ja drei Elektra-Charaktere drin habe. Aber wir haben es in den anderen OP-Leadern gesehen, mit Super Vegito, beziehungsweise Vegito, den Majin Buu-Saga-Leadern oder Angel Freezer mit den Resurrect Warrior Leader Skill, dass es auf jeden Fall möglich ist, dass man auf jeden Fall so ein Setup spielen kann und damit man mit dem Setup auch gewinnen kann. Das sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Gut, wir machen das Ganze so. Ja, der hat schon die Ulti. Jetzt die Frage, ganz hinten könnten wir viel Schaden bekommen, wenn er uns ultet. Wir sind fast full life, sollten wir noch ein bisschen hin. Was, wir gehen die auf jeden Fall die alle sicherste Schiene in dem Showcase des OP-Leaders, weil wir wollen nicht verlieren. Wir wollen nicht verlieren, wir wollen zeigen, dass man mit dem OP-Leader gewinnen kann. Und ihr seht die alle Charaktere. Das Geile ist halt bei den Hybrid Saints, Ultimate Gohan, der Strength gibt 170% auf die Verteidigung. Auf die Verteidigung und auf die HP. Das macht wirklich sehr viel aus, vor allem auf die Verteidigung. Ihr seht, die Units sind auf jeden Fall tanky. Gut, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und wenn ihr neu seid, drückt auf den Abo-Button, aktiviert die Abo-Glocke. Und wenn der Teil der OZ-Fighter, wirklich jede Unterstützung zählt und ich bin über jede Unterstützung auf jeden Fall dankbar. Wir wachsen täglich. Ich will alles euer Verdienst. Wirklich sehr, sehr cool, dass ihr da immer mitzieht, mit dabei seid. Freut mich umso mehr. Gut, jetzt Elegorn sehen wir. Er hat einen Typenvorteil. Also sobald Elegorn in der Rotation ist, ist er GG. Literally. Ohne Wenn und Aber ist Kamehameha und Kamehameha Tschüss. Kamehameha Tschüss. Ja, alles klar. Nicht, dass die Flachwitze wieder anfangen, ja, ich will euch nicht verscheuchen. Anyways, 800.000, nice, 96 tankt der, easy peasy, alles gut. Die Fusion, zu wem werden sie? Ah, leider nicht zum Dreifachen, sie haben eine Chance, 30%ige Chance, zum Dreifachen Cold Rex zu werden bei der Ultra Super Attack, macht das der Damage Output dann dementsprechend und die Buffs sind da größer und höher. Gut, Ultimate Gohan, was hat er drauf? Er wird das Ganze hier wahrscheinlich beenden. Yes, tut er. Ich finde die Animation eigentlich sehr, sehr cool von ihm. Die Super Attack Animation, weil am Ende hat er einen anderes Hintergrund und das ist wirklich so leuchtend hell. Ist wirklich geil animiert auf jeden Fall. Und wir kommen zum Finale. Und im Finale zeigt sich unser OP-Leader. Oh je. Yeah. Aber ganz klar, ohne Wenn und Aber muss ich diese Runde Ghost anschauen. Und ihr merkt schon, ich habe die Früchte mitgenommen. Das Item. Food of the Tree of Might. Weil ich dachte, wir vielleicht eventuell Key-Probleme haben werden, weil ja unser OP-Leader nur Key plus 2 gibt. Aber wir haben das Gott sei Dank nicht, denn ich habe darauf geachtet, dass da viel Shock and Speed im Team vertreten ist. Und das ist es in dem Fall, Gott sei Dank. Durch die Supporter, durch unsere eigenen Charaktere, etc., etc. Wir haben das Ganze natürlich Ghost-Ushert, heißt, wir haben die ganze Runde auf eine andere verlegt, weil wir hatten weder Typenvorteil, gar nichts. Und wir hatten unsere OP-Leader, und wenn der mal einen Angriff bekommt, dann ist er literally RIP. Dann ist er RIP wie sonst was. Und auch sonst, zwei Balken nur. Oh, shit. Oh, oh. Das könnte auch böse werden. Die haben ja kaum Typenvorteil. Ich hätte die andere Runde betrachten sollen. Ich hätte diese Runde betrachten sollen. Wir können das jetzt nicht mehr dodgen. Oh, wir haben auch keine Damage Reduction. Nichts. Wenn der falsch hier getroffen ist, dann wird der... Boah, dann ist GG. Shit. Ich glaube, ich weiß, bin mir nicht sicher, ob Gohan ihn vielleicht hier sogar... Oh, shit. Das könnte echt böse enden. Sogar sehr böse. Oh, shit. Was machen wir? Wir müssen hoffen. Wir machen das mal so. Oh, nein. Ich wollte das eigentlich nicht so machen, weil ganz hinten ist der Gohan. Der bekommt so viel Schaden. Aber ich hoffe halt gerade, dass wir die irgendwie besiegen. Ich glaube, ich habe das total falsch gemacht. Ich wollte eigentlich... Aber wir gehen mal... Mighty Mass gehen wir mal so viel Ki, wie es gibt. Ich wollte nach ganz rechts eigentlich LR Gohan stellen. Vielleicht machen wir das auch. Der Mighty Mass, weil wenn er ultet, wird er eigentlich gut tanky. Mit der Ultra Super Attack. Guck mal nach. Ja, Raise Attack 30%. Wenn es transformiert, umso besser. Die Zeit kann er tanken. Ich hoffe, dieser Gohan hier bekommt nicht... Oh, ja, der nimmt halt jetzt alle Ki. Ich hoffe, dieser Gohan hier bekommt keine Ulti. Und dann geben wir Elegorn mal die restlichen Ki mit dem Typenvorteil. Ob das Ganze klappt?
30.000, aber egal. Nach der Ulti werden wir tanky. Schauen wir mal. Haben wir hier verkackt oder haben wir es geschafft? Let's go. Gucken wir mal, gucken wir mal. Mit dem Opelia-Team. Ja, natürlich habe ich Schaden nicht erwartet. Oh, Edition. Nein, Edition ist gar nicht mal so gut. Weil er jetzt, sorry, seine Verteidigung senkt. Oder Angriff in dem Fall mit dem Fettbu. Aber ich habe mit dem Fetten was Verteidigung. Der darf keine Ulti bekommen. Oh, Gott sei Dank. Gut, wir haben es geschafft. Wir sind gut durch die Runde. Wir sind gut durch die Runde gekommen. Gut durch die Runde sind wir noch gekommen. Wir schauen, komm. Aber jetzt haben wir mussten leider Elaguan rausrotieren. Ja, okay, wir haben es gut gesetzt. Wir haben es gut gesetzt. Elaguan hat die Ulti bekommen. Da seht ihr mal, ja, ich kann in die Zukunft sehen. Kann in die Zukunft sehen wie Katakuri. Oh, okay, okay. Das war trotzdem knapp. Ja, knapp nicht, aber hätte böse enden können. So. Jetzt die Sache, wir dürfen halt jetzt überhaupt nicht groß ausschauen, weil nichts und Agility Units dabei sind. Oh je. Yeah. Aber ich stelle das natürlich. Oh my dog. Gibt er denn irgendwie Angst? Nee, dann stelle ich das. Jetzt müssen wir alle Trunks aussortieren. Müssen wir zwingend machen. Wir healen uns auf jeden Fall. Weil alle Trunks ist sehr, sehr tanky. Er lässt jetzt. Meine Ulti kriegt eigentlich auch Death Boost, genau 30%. Das müssen wir mitnehmen auf jeden Fall. Und ihn da hinstellen, wo wir viel Angriffe bekommen. Jetzt bin ich gespannt. Und ja, gerade mit Gornis in Rotation ergibt 50% auf die Verteidigung für unsere Super-Type-Alliierten. Nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Sehr, sehr guter Boost für die Verteidigung. Nice Crit. Wichtig, wichtiger Crit. 16.000, okay. Ich denke, das sollten wir geschafft haben. Also, schauen wir mal. Aber ich denke, das sollten wir geschafft haben. 30.000, ja. Ender Trunks, komm. Hast du einen Crit? Die Ulti ist nice. Zack, zack, zack. Nice Crit, yes, wir haben es geschafft. Zack, das Showcase zu dem OP-Leader, Tech Ultimate Gone. Wir haben wirklich ein gutes, schwieriges Event geschafft, das vom vierfachen Gogeta. Okay, wir hatten den Bonus, wir hatten die L-Charaktere, gebe ich euch recht. Aber ich hoffe, ihr versteht den Sinn dahinter, was ich euch mitgeben will. Die Message dahinter ist, wenn ihr selbst keinen Kategorie-Leader habt, den eigentlichen Dokkan Extreme Kategorie-Leader nicht habt, es gibt abgespeckte Versionen. Mehr oder weniger sind sie Free-to-Play, mehr oder weniger nicht. Dieser Ultimate Gohan in dem Fall droppt aus einem Banner. Er ist ein Esse-Charakter, aber er droppt halt wahrscheinlich als jetzt das Strength Ultimate Gohan in dem Banner. Anyways, Message scheint da ist, solche Charaktere könnt ihr auch nehmen, wenn ihr ein Hypizent Team dann habt, könnt ihr auch mit den Charakteren das Team bauen mit den OP-Leadern. Wir haben das von den Hypizents gesehen, von dem OP-Leader, mit dem OP-Leadern. Wir haben aber auch davon vom Resurrected Warriors gesehen, mit dem Angel Freezer, Agility Freezer, droppt auf Stage 1 vom Asian Gohan Freezer Event. Und vom Vegito, dem fahrbaren Vegito Strength. Dieser droppt aus Stage 1 des Super Vegito Events. Ich hoffe, das Ganze hat euch demnach gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.